Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Channel. Mein Name ist Sven, der zweite Teil aus dem Urlaub. Da es ja die Nacht und heute Vormittag noch richtig stark geregnet hat, habe ich mir einfach mal gedacht, ich schaue mal eure ganzen Kommentare an. Einfach mal schön durchgelesen, mal so geschaut, was habt ihr denn für verschiedene Sachen, für Fragen, für Kommentare, für Beiträge gebracht zu den ganzen Videos. Da waren hauptsächlich wirklich sehr schöne, gute Kommentare dabei. Auch immer mal wieder Hinweise, was kann man denn verbessern, was soll ich anders machen. Technisch natürlich auch von der Ausrüstung her ist es für mich am Anfang ein bisschen schwierig gewesen, weil ich kann ja nun nicht gleich von Anfang an die teuersten Gerätschaften mir anschaffen. Dann hat der ganze Spaß keinen Erfolg, es funktioniert nicht, es wird nicht von euch angenommen. Dann habe ich hier einen Haufen Geld ausgegeben, macht keinen Sinn. Ich möchte einfach mal hier den ersten Teil mal machen. Wenn das Erfolg verspricht, machen wir da mehrere Teile. Ein Frage-Antwort-Video. Und zwar habt ihr ja wirklich viele Fragen schon gestellt. Es gibt natürlich gerade rund ums Auto, wenn ihr jetzt Fragen stellt, ich habe das und das Problem an meinem Auto, was kann das sein, kannst du mir weiterhelfen, beziehungsweise auch andere Zuschauer wurden da immer gefragt mit, könnt ihr mir weiterhelfen. Es ist immer ganz schwierig, in die Glaskugel zu schauen und was ist an dem Auto kaputt, was ist an dem Auto defekt. Das ist immer ganz schwierig, wenn man das Auto nicht live vor Ort hat und das genau sich mal anschauen kann. Ich habe jetzt aber mal so ein paar Fragen rausgesucht, wo man definitiv auch mal in dem Video drauf reagieren kann. Ich würde einfach sagen, die hauptsächlich gestellten Fragen, bevor wir jetzt auf einzelne Sachen eingehen, waren, wo ich herkomme. Wo habe ich meine Werkstatt? Das ist relativ schnell und kurz erklärt. Ich komme aus Sachsen, aus Strehla, wohne in Riesa, das ist gleich daneben. Wem Riesa und Strehla kein Begriff ist, das ist so eine gute Stunde von Dresden entfernt. Meißen eine halbe Stunde entfernt. Ich denke mal, diese Städte sind da eher geläufig, auch für Leute, die jetzt von weiter weg mir zuschauen. Dann wurde noch gefragt, ob ich denn das ein oder andere immer mal wieder in die Reparaturen reinnehme. Es gibt so viele Sachen, die ihr sehen wollt. Das freut mich auch total, dass das Feedback da ist. Ich kann natürlich nicht jede Sache umsetzen. Ich kann jetzt nicht einfach ein Auto hernehmen und dort irgendein Teil tauschen, nur damit ich ein Video dafür machen kann. Es ist nicht so einfach. Alles, was ihr sehen möchtet, versuche ich natürlich umzusetzen. Es muss aber auch einen Sinn ergeben. Also es muss jetzt wirklich dann auch ein Auto aus meinem Bestand oder ein Kundenauto, wo der Kunde damit auch einverstanden ist, dass da ein Video drüber gedreht wird, da sein, um Sachen euch zu zeigen, die ihr gerne sehen möchtet. Jetzt würde ich ganz einfach mal so ein paar einzelne Fragen, die ich mir heute rausgesucht habe, mal mit euch durchgehen. Der Carsten Möser hat vor 3 Wochen gefragt, der E270 CDI wurde wohl nicht so oft verkauft, jedenfalls habe ich davon noch nie vorher gehört. Carsten, ich gehe jetzt mal davon aus, da es ja in einem Video bezüglich W211 war, dass du natürlich jetzt den Mercedes W211 E270 CDI meinst. Also das Fahrzeug ist doch recht oft mit diesem Motor ausgeliefert worden. Natürlich nicht so oft wie der E220 oder der E200 CDI. Aber er ist in der ersten Modellreihe, er ist ja nur gebaut worden bis zur Modellpflege. Dann wurde ja der Motor abgelöst vom E280 CDI. Und zwar habe ich hier mal so eine Zulassungsstatistik. Insgesamt wurden vom Mercedes W211 knapp 1,8 Millionen Fahrzeuge gebaut. Und 10% davon, seht ihr oben stehen, E270 CDI, 10% davon sind E270 gewesen. Es wurden knapp 10% von diesen Fahrzeugen, 180.000, gebaut. Also es ist schon, denke ich mal, auch eine Hausnummer. Wenn wir mal reinschauen nochmal, E220 CDI, E200 CDI ist dann natürlich schon ein ganz anderer Bestandteil von den Fahrzeugen. Die gibt es auch noch mehr. Aber der E270 ist schon definitiv auch recht gut vertreten. Wie gesagt, bis zur Modellpflege dann auch entfallen. Nächste Frage von euch. Danke, wie sieht's aus mit gedrehten Kilometern? Wie am besten herausfunden? Und das Ganze von iPhone Forever.
Ja, ich habe da mal schon ein Video drüber gemacht, wie man es zum Beispiel mit der Delphi-Diagnose rausfinden kann. Das verlinke ich jetzt auch nochmal. Vielleicht schaut ja auch derjenige, der die Frage gestellt hat, hier zu. Es ist immer recht schwer, das rauszubekommen. Die Leute, die Tachos manipulieren, sind immer vor der Zeit, wo dann wieder die Technik kommt, die das dann auch wieder herausfindet. Es ist nicht wirklich einfach. Man sollte halt schauen, dass man mit einer Star-Diagnose oder einem Bosch Easytronic, also mit richtig guten Diagnosegeräten, da rangeht, die Fahrzeuge ausliest und dann kann man auf alle möglichen Steuergeräte zugreifen. Man kann das Motorsteuergerät auslesen, das ABS-Steuergerät, das Airbag-Steuergerät und so weiter und so fort. Und dort sind immer die aktuellen Kilometerstände gespeichert. Wenn dann irgendwo da was auftaucht, dass die Kilometerstände dann in irgendeinem Steuergerät nicht mit dem tatsächlichen Kilometerstand auf dem Tacho übereinstimmen, dann sollte man sich schon überlegen, ob man das Fahrzeug dann wirklich kauft, sollte wirklich Vorsicht walten lassen. Auch das mit der Delphi, wurde auch ein Kommentar gestellt, den Kilometerstand auslesen mit der Delphi und den abgleichen mit dem Tachostand, dass das alles nicht stimmt, weil er nimmt ja nur den Kilometerstand von dem Tacho, stimmt nicht so. Das, wie ich es dort gezeigt habe, geht er auf die Steuergeräte drauf und fragt dort den Kilometerstand ab, den tatsächlichen. Mit der Startdiagnose natürlich auch noch einfacher und tiefgreifender. Aber wie gesagt, es ist möglich, natürlich nur mit der richtigen Technik. Nächste Frage, die ihr gestellt habt, ist von Sebastian vor 3 Wochen. Auch einer, Grüße gehen da mal an den Sebastian. Sehr viele Kommentare schon und auch wirklich positives Feedback. Danke dafür nochmal. Du Sven, kannst du vielleicht noch ein Video machen, wie man beim S211 die Federbälge hinten vielleicht ohne Startdiagnose wechseln kann? Das wäre echt toll. Liebe Grüße aus Lünen. Sebastian, das Ding ist folgendes, dass ich die Federbälge an einem 211er ohne Probleme erstmal wechseln kann, ohne Diagnoseprogramm. Das heißt, ich kann die Federbälge tauschen. Einmal den Druck ablassen, leicht langsam aufschrauben, dass dann der Druck rausgeht. Das ist alles kein Problem. Das kann man natürlich über das Diagnoseprogramm einfacher machen. Dann ist das drucklos, keine Bar mehr dahinter, kein Druck mehr dahinter. Dann ist das natürlich schneller und einfacher erledigt. Das geht aber auch, indem ich das Ventil am Ventil das aufschraube, hinten am Verteiler, und dann langsam aufschraube, sodass der Druck rausgeht. Und dann kann ich den rausschrauben, rausnehmen. Einbauen, wieder zusammenbauen, wieder anschließen. Dann haben wir aber das Problem, dass das Aufpumpen von dem Balg, weil er ein neuer Balg drin ist, die Höhe wieder eingestellt werden muss. Das muss wieder alles austariert werden an der Hinterachse. Und das geht nur mit Diagnoseprogrammen. Das ist einfach eine komplizierte Sache. Ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Es kann möglich sein, dass es auch ohne Diagnosegerät geht, nach dem Einbauen, Auto an und er pumpt sich wieder hoch. Es kann natürlich auch möglich sein, dass das Auto dann extrem hoch steht oder extrem tief bleibt, weil es halt über ein Diagnoseprogramm nie angelernt wurde, der neue Balg. Mal schauen, vielleicht kann man es ja mal ausprobieren. Einfach mal ein Schlachtfahrzeug, wenn da mal was da ist, 211er, bauen wir einfach mal den Balg aus, ohne Diagnose, und bauen den Balg wieder ein, ohne Diagnose, und schauen mal, was passiert. Aber theoretisch ist es meiner Meinung nach schwierig möglich. Nächste Frage, die ihr gestellt habt. Welchen Mercedes ich mir für 5.000 Euro kaufen würde? Das heißt wahrscheinlich, wenn ich 5.000 Euro jetzt einfach mal so zur Verfügung habe, was würde ich mir da für ein Mercedes kaufen? Es ist eine sehr gute Frage, die kann ich euch gar nicht so direkt beantworten. Ich würde das mal in 2 Kategorien mal einteilen. Einmal so in diese Youngtimer, Oldtimer-Richtung und einmal so auf aktuellere Fahrzeuge. Bei aktuelleren Fahrzeugen hat man ja nun erst das letzte Video gemacht. Was kann man so aus den 2000ern für Fahrzeuge kaufen? Bis
3000 Euro. Ich muss ganz ehrlich sagen, als aktuellere Version von Mercedes wäre es der CLS, Baureihe 219. Erstes Modell, wie gesagt, der mit diesen L-förmigen Scheinwerfern, der hat mir schon immer sehr, sehr gut gefallen. Ist ja, basiert ja auf dem Mercedes W211, also eine Sache, die ja dann recht einfach auch für mich ist. Aber das wäre jetzt so ein Fahrzeug, was ich mir zulegen würde, wenn ich 5000 Euro hätte, wäre dann schon der CLS. Ob es jetzt ein Diesel wäre, ein Benziner wäre, müsste man mal schauen. Aber die gehen jetzt ja schon in die Richtung, dass man da für 5000 Euro was halbwegs Vernünftiges bekommt. Als Youngtimer, Oldtimer wäre es ein Mercedes W124 Coupé. Ist natürlich für 5000 Euro auch schon schwierig, wenn dann auch auf jeden Fall als Sechszylindermodell, also als 324V oder als 320, wird definitiv wahrscheinlich für 5000 Euro da noch das ein oder andere dran zu machen sein. Also da wird man für 5000 Euro kein fertiges Auto ohne Probleme dastehen haben. Und wenn es dann halt nur Rostsachen sind. Aber das wären so die zwei Fahrzeuge, die ich mir für 5000 Euro kaufen würde. So, dann nehmen wir mal die letzte oder vorletzte Frage. Mal sehen, ich schaue dann mal, wie weit wir vom Video Zeit her sind. Klaus Olbrich hat geschrieben vor einer Woche, guter Beitrag. Die Frage für mich ist, ob die Fahrertür aufgrund des doch starken Rostbefalls vom Lackierer noch nachhaltig instand zu setzen ist oder ob ein neues Blech an der Stelle eingesetzt werden muss. Bezüglich natürlich auf das Video Mercedes W203, gerade mal 51.000 Kilometer. Also das ist eine sehr gute Frage, die ich selber noch nicht beantworten kann, da ich ja jetzt, nachdem das Auto zu mir gekommen ist, das Video noch gemacht habe, dann hatte ich noch ein paar andere Sachen zu erledigen und bin jetzt im Urlaub. Ich habe da auch noch gar nicht mit dem Lackierer sprechen können. Ich bin es aber aus Erfahrung her gewohnt, dass der Lackierer meistens sagt, also eigentlich müssten wir hier die Hände davon lassen. Jetzt hier einfach nur mal ein bisschen beigehen und Rost bekämpfen und dann mal drüber lackieren. Da das in den Falzen drinne sitzt, ist das ganz schwierig. Neues Blech einsetzen lohnt sich bei dem Fahrzeug, denke ich mal, trotz der wenigen Kilometer dann auch eher nicht. Hier wird es, denke ich mal, so eine Zwischenlösung werden. Ich habe da auch schon gute Kommentare gehört, was man da machen kann. Beziehungsweise ihr habt schon gute Kommentare geschrieben, was da am effektivsten wäre. Von mit Rostumwandler, also abflexen, also abschleifen, Rostumwandler drauf. Dann das Ganze schön mit Mike Sanders bearbeiten und so weiter. Da waren schon viele effektive Sachen dabei. Ich würde einfach sagen, mit dem Kunden ist das in einer gewissen Weise abgesprochen. Ich habe dort ein Budget bekommen, was da umgesetzt werden kann. Und für das Budget muss ich halt jetzt schauen, dass wir es so langfristig wie möglich auch umgesetzt bekommen. Heißt, dass das so lange wie möglich hält für das Geld, was ich jetzt von dem Besitzer für die ganze Sache zur Verfügung habe. Inklusive Wartung und so weiter und so fort. Ich werde euch da definitiv aber, was das angeht, auf dem Laufenden halten, da es ja, denke ich mal, auch einige Leute, die so ein Fahrzeug haben, dieselbe Problematik haben, vielleicht ja interessiert, was hat er bezahlt, was hat es gekostet, was haben wir für einen Aufwand betrieben, damit ihr vielleicht auch mal ein paar Möglichkeiten habt zu sehen, wie ihr es machen könntet oder machen lassen könnt. Belassen wir es heute bei diesen Fragen, die ihr gestellt habt. Wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen, schreibt in den Kommentaren, ob ihr weitere solche Fragen-Antworten-Videos sehen möchtet. Wer es noch nicht getan hat, würde ich mich immer wieder um weitere Abos freuen. Sind ja jetzt bald bei den 1000 Abonnenten, was jetzt mal so mein Ziel war, was ich mir ja gesetzt hatte, in einem halben Jahr. Jetzt sind wir noch deutlich unter einem halben Jahr. Wäre super toll, wenn euch die Videos gefallen. Schaut euch auch mal die anderen Videos von mir an. Da sind auch nicht nur Tutorials dabei. Einfach mal reinschauen, Like abgeben, wenn es euch gefällt, Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Video wieder. Bis dann.
Ciao, euer Sven.